Masada, die Berg, die Felsenfestung, die Herodes gebaut hat als Schutzplatz. Wir haben hier das Modell. Insgesamt die Länge von Norden nach Süden ist 800 Meter und am breitesten Punkt sind es 300 Meter. Der Hochplateau liegt praktisch flach, 50 Meter über dem Meeresspiegel und das Tote Meer liegt unter uns 424 Meter unter dem Meeresspiegel, sodass es einen schönen Höhenunterschied gibt von über 450 Meter. Auf Masada, wir sehen, dass Herodes da gebaut hat, aber nicht viel. Wir sehen, dass die Konzentrationen von Gebäuden sind wenige. Im Norden ist alles gebaut. Und wir sehen die Kasematenmauer, die ringsum läuft. Die Wasserzisternen für Wasserversorgung und in der Wüste Wasser wäre das größte Problem. Die meisten befinden sich hier am Hang. Aber später, mit dem Modell vom Wasser, werden wir erklären, wie das Wasser zu Zisternen angekommen ist in so einer trockenen Wüste. Die Lagerräume für Nahrungswaren wären hier und das ist das ganze Verwaltungsgebiet. Die Wohnung vom Verwaltungsoffizier war hier. Der Privatpalast oder die Privatvilla als Adlersnest von Herodes war hier die drei Stockwerke am Nordende. Vom Wassertor führte ein Pfad herunter zu Wasserzisternen. Für seine Soldaten hat er bauen lassen ein Badehaus mit kalten und warmen und Dampfzimmer, der verschmuckt war mit roten und grünen Marmortafeln, wie es beschrieben wurde von Josephus Flavius. Kasernen für die Soldaten und ihre Familien und das königliche Palast. Wohnungen für Fürstenfamilien, die herkommen sollten. Was wir noch sehen können, ist von viel später die Rampe, die die Römer gebaut haben, um Masada zu erobern. Das war natürlich nicht am Anfang.